Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück hier auf SimChill mit einer neuen Folge Let's Play Farming Simulator. Ja, es sieht anders aus diesmal. Ja, es ist ein anderes Let's Play Projekt. Und ja, das Ganze findet auf dem PC statt. Wir haben ja derzeit FS19 auf der PlayStation 4 mit Obergräbach im Laufen. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden. Ich habe lange überlegt, aber ich wollte unbedingt noch eine Farm in den USA aufmachen und deswegen werden wir jetzt hier mit dem Let's Play of Ravenport beginnen. Ganz frisch mit einem neuen Hof, den wir übernommen haben. Und ich kenne mich hier noch gar nicht gut aus, werde mir aber ein paar Sachen im Internet durchlesen und ein paar Videos von anderen Leuten angucken. Und dann werden wir hier ein schönes Let's Play Projekt draus starten. Und ich muss sagen, eigentlich ganz schön hier in Amerika. Klar, andere Länder, andere Sitten, aber es hat doch schon einen gewissen, ich sag mal, Ranch Flair. Und ja, in dieser Folge werden wir gar nicht viel tun. Wir werden hauptsächlich die Karte etwas kennenlernen und die Karte etwas erkunden und schön. So, hier leben wir also. Ja. Ja, und vielleicht ein bisschen Feldarbeit machen. Es soll keine zu lange Folge werden. Das dient mehr als Intro-Folge, als Kennenlernfolge, als Vorstellungsfolge. Und ja, ja, es gibt natürlich auch noch andere Maps in den USA, aber Ravenport, ich habe zufällig jemand gesehen, der einen Double-Trailer-Mod in Ravenport gespielt hat und jetzt habe ich mir gedacht, dann steigen wir halt hier auch ein auf Ravenport und dann geht's mal los. Keep on trucking, keep on farming USA hier auf SimChill. Natürlich läuft auf der PS4 Obergräbach weiter und es wird wahrscheinlich sowieso noch Es kommt auf jeden Fall auch noch Farming Simulator 17 Content und es werden halt auch noch andere Maps, plump ausgedrückt, sowohl in FS19 als auch in FS17 gespielt. Aber wie alles im Leben kostet das natürlich Zeit, also kann das alles dauern noch. Naja, fangen wir mal an. Ich schau mal, was wir hier haben. Ach ja, was wahrscheinlich auch passieren wird, wir werden hier vom örtlichen Government ein bisschen Zuschuss bekommen, um hier schnell eine gute Produktion hochzuziehen. Da habe ich aber jetzt noch keine Rückinfo, das wird wohl auch noch ein bisschen dauern, bis das ganz klar ist. Bis dahin müssen wir nehmen, was da ist. Das ist einmal dieses Gespann. Dann da hinten steht noch irgendwas und hier hat man mir auch schon was bereitgestellt und da lassen wir uns nicht lange bitten. Oh, was geht hier in der Scheune ab? Im Moment noch nicht viel. Ah, große Scheune. Naja, müssen wir mal schauen, was wir mit der Scheune hier anfangen. Für den Anfang ganz hübsch. Gut, dann fangen wir mal an. Erste Folge. Hier, ich muss mich auch erstmal ein bisschen einspielen. Okay, läuft. So. Ja. Moment mal. Ja. Okay, gar nicht so schlecht die Kiste, oder? Ah, ich kann hier gar nicht, kann ich das Ding nicht nehmen? Doch. Zack, und da haben wir es auch schon. Drescher aufklappen. Das muss wahrscheinlich so sein. Schneidedrescher anschalten. Okay, und dann geht es auch schon los. Achso, Moment mal. Ja, ne, passt. Okay, dann fangen wir mal hier vorsichtig an. Okay, wir haben frischen Weizen, das gefällt mir. Und kommt er auch da hinten raus? Genauso wie ich das haben möchte. Der kommt auch da hinten raus.
Schön. Genau wie auf der PlayStation. Echt fein. So. Dann würde ich sagen, drehen wir eine Platzrunde und übergeben das Zepter. Schneidewerk heben, okay. Die habe ich nicht so schön angefahren hier. Da wäre noch mehr drin gewesen, Leute. Aber passt schon. Also, die Steuerung ist soweit eigentlich ähnlich, sage ich mal, wie auf der PlayStation. Boah, ist schon ein Klopper, dieser New Holland. Ich finde vom Design ein bisschen altmodisch, aber ich will mich nicht beschweren. Wenn wir hier schon sowas haben, ja, dann sollen wir es auch einfach nutzen und uns nicht beschweren. So, und ich habe ja auch in 19 und 17 hier auf dem PC schon Maps am Laufen. Das ist einmal Felsbrunn und dann in 17 Sosnowka. Habe ich halt alle alleine gespielt. Ich denke, da werden wir vielleicht auch noch, wenn ihr Bock habt, einschalten. Also dann, ja, machen wir da auch noch Let's Plays draus. Und dann haben wir halt richtig viel Farming Simulator Content hier auf SimChill plötzlich. Wer hätte das gedacht? Plötzlich war es da, das Farming Simulator Content. So, okay. Jetzt haben wir hier schön eine Runde gedreht. Ah, hau den Rückwärtsgang rein. So, dann richten wir uns hier nochmal schön aus für den Erntehelfer. Helfer einstellen auf B. Kriegt der das hin? Okay, sieht gut aus. So, was haben wir hier Feines? Fruchtart Raps. Ah, so sieht fertiger Raps aus. Wachstum abgeerntet. Ach so. Deswegen steht hier schon alles bereit. Das heißt, wir sollen das Feld jetzt quasi umballern. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir auch hier mal eine Runde. Gruber zuklappen. Ah, Gruber aufklappen, Gruber senken. Ja. Oh, wo ist er gerade? Fuck, da ist ja noch ein Gewicht, ey. Warum sagt mir das keiner? Fuck. Oh, fuck, das habe ich voll weggefahren hier. Eieieiei. Tja. Menschen machen Fehler, auch ich gehöre dazu. Der Schaden hält sich aber in Grenzen. Oh, andersrum, ja. So, was ist das hier überhaupt für ein... Das ist ein alter Kars, okay. Also auch nicht so schlecht, die Kiste. Ah, noch ein bisschen... So, jetzt... So, Gerätewahl, okay. Vorne, ja, könnte ich jetzt heben, senken, brauchen wir aber nicht. Das ist soweit okay vom Gewicht. Und dann machen wir das Ganze jetzt nochmal, diesmal in gut. So, zack, Gruber ist unten und let's go. Boah, hier sitzen wir richtig tief, ey, im Sessel. So, oder rechts. Da nimmt er gar nicht alles mit, der Knechti. So, jetzt ist gut. So, das macht hier unser Kollege. Ah, okay. Wobei Kollege ist falsch, ich bin ja eigentlich der Chef, also unser Angestellter, müsste ich sagen. So, und auch hier fahren wir einen schönen Kreis, eine Feldrunde. Ja, und ich habe euch ja gesagt, es kommt richtig viel auf Let's Play. Also wenn man überlegt, wir spielen 19 auf der PlayStation und auf dem PC und dann auch noch auf diversen Maps mit diversen Rollen und Geschichten und dann noch viele andere Simulatoren und es nimmt kein Ende. Geiler Scheiß, Leute. Geiler Scheiß. Na? Ach so. Na? Genau. So, weiter geht's. So, was steht da drüben? Das sehe ich doch. Das ist eine Seemaschine, oder?
Die wollen also, dass ich das Feld hier sehe. Ich sehe gerade, wir haben 4 Felder. Das ist ja schon mal ein Anfang hier in den USA. Übersee, USA. Zack. Und da grubert sich der Gruber durchs Feld. Okay. So, und auch hier würde ich sagen, lassen wir einen Angestellten die Arbeit machen, denn die Folge soll nicht zu lange werden. So, viel Spaß, junge Dame. So, und da liegt auch ein Gewicht. Zack, okay, diesmal war ich aber schlauer. So, jetzt muss ich kurz gucken. Geräteoptionen. Weizen, Gerste. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz easy peasy auf Weizen. Ja. Jetzt aber nochmal kurz einen Blick riskieren. Gedüngt 0, Unkraut 0, aber da wird wohl nichts drauf sein. Ah, das gilt es jetzt rauszufinden. So. Sämaschine anschalten, check. Läuft, ich kann sie ganz leise hören und mal sehen, ob sie Weizen legt. 99. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, schön langsam, schön langsam. Oh, so groß ist das Feld gar nicht. 98, okay. Ja, läuft gut, läuft gut. So, wir klappen hoch, drehen auch hier wieder schön eine Runde. Und graben uns hier außen am Rand entlang. Und dann schauen wir mal, wie lange das dauert mit unseren Erntehelfern. Und natürlich auch mit meiner Wenigkeit hier. So, das scheint doch etwas länger zu dauern, wenn ich mal gucke. Oh, Moment mal. Halt, stopp. Ah, nee, nee, passt. Oh, ich habe schon einen Schock gekriegt. Ich dachte, nee, nee, sorry. Alles okay. Das Feld ist ja bereits abgeerntet. Stand ja da abgeerntet. Also, alles okay. Hui, ich dachte schon, der macht jetzt da die guten Pflanzen weg. Dass ich das irgendwas falsch gemacht hätte. Aber habe ich ja gar nicht. So, und dann wird hier richtig schön gearbeitet, meine Freunde. So wie das sein muss. 10 Uhr am Morgen in den USA. Wer hätte das gedacht? So, und dann würde ich sagen, ach komm, wir ziehen hier noch eine Linie durch. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Schaut mal, wie schön da hinten das Wasser an dieser Holzhütte plätschert. Und da oben ist auch noch eine Kirche. Da müssen wir auch mal irgendwann hingehen. Wenn wir es mal ein bisschen chilliger wollen, die Aussicht genießen, ein bisschen abschalten und so, dann gehen wir da oben mal hin und chillen noch folgelang. Trinken einen Kaffee und ruhen uns aus. Ja. Genau so machen wir das. Ah, da dreht sich das Rad noch in der Luft. Auch schöne Liebe zum Detail. Okay. So, und auch hier heißt es viel Spaß, Mr. Erntehelfer. So, was haben wir hier? Okay. Dann ist der Strautmann jetzt dran. Zack. Anhänger steht. Boah, der hat einen coolen Sound. Fiat. Hört mal, wie der Motor fast schon richtig vor sich hin blubbert. Das ist ja richtig geil. Die Italiener wieder.
So, der Erntehelfer J hat einen fast vollen Kontakt. Das kann also nur der Weizenmeister hier vorne sein. Dann haben wir ja genau das richtige Timing an den Start gelegt. Oh, steht denn hier noch rum? Okay, da ist Schrott. Naja, gut, den können wir erstmal da stehen lassen. Oh, der muss noch hier eine Runde drehen, oder? Abkippseite hinten. Ja, kann man so lassen. So, dann mal schauen, ob wir hier abtanken und so Fly mit dem Boy schaffen. Ja, bitte. Ach so, du bist schon fertig. Ach. Okay. Just in time. Das bisschen, was da noch abzuernten ist, das lassen wir einfach mal stehen. Das ist schon okay. So, dann haben wir ja schon einen Task quasi erledigt. Auch wenn die Folge jetzt doch etwas länger wird, wie es aussieht. Oh, da kommen wir doch schon ganz schön was an Weizen zusammen. Aber nicht, dass der mir den Anhänger noch komplett voll macht. Ne. Gut, es lief gut. So, dann drehen wir eine Runde und dann kann ich bei der Gelegenheit auch direkt mal das Silo suchen. Boah, der Mini-Traktor hier, dieser Fiat Strautmann. Ne, Strautmann ist, glaube ich, der Anhänger. Dieser Strautmann-Traktor, da müsste das Silo sein. Ah, ist alles ein bisschen karg hier. Also müssen wir uns noch irgendwelche schönen Deko-Objekte kaufen und hier den Hof ein bisschen verschönern. Aber gut, was erwartet man? Ich meine, das Ding haben wir übernommen. Da wird man uns kein super elitäres Ding hinstellen. So, RB plus Y. Nee, ja, RB ist rechts, J. RB ist rechts, so. Okay, er liefert. Ab ins Silo. Oh Mann, ganz schön staubig bei diesem Wetter. So, und dann würde ich sagen, parken wir unsere Kisten direkt mal da links. Ah, eigentlich noch nicht losfahren, kurz warten. Bis das zu ist, genau. So, dann machen wir hier eine schöne Drehung. Und dann parken wir auch schon ein. Zack, genau so wollte ich das. So, und ihr wisst ja, Zentralachsanhänger sind immer ein bisschen sensitiv. Die lenken ziemlich schnell ein. Also nicht zu viel. Oh, was für ein schönen Knatter-Sound er hat. Zack, abgekoppelt. Wo stellen wir den Kollegen hier hin? Schön mal in den Schatten hier. Gut ausmachen. Zack, okay. Oh, da ist der Spiegel, ja. Ach, schön. Und hier das kühle Nass, ein Brunnen nur für uns. Einen Hund brauchen wir auch noch. Als echter Ami-Cowboy braucht man auch einen Hund, ey. Ist ja wohl Logan, Jungs, oder? Zack, zack. So, die Kiste steht hier. Einsteigen, anmachen. Rohr einfahren. Wie ich jetzt die Rundumleuchte ausmache, weiß ich natürlich wieder nicht. Egal. Oder war das auf 0 vielleicht? Nein, vielleicht auf der 1? Auch nicht. Oh, dann keine Ahnung. Dann lassen wir sie einfach mal an, oder? Ah, Drescher zuklappen müssen wir noch. Drescher zuklappen. Genau. Okay. So, dann fahren wir den in Parkposition, wollte ich sagen. So, er hier ist auch gleich fertig und er hier ist, ja, dauert auch nicht mehr so lang. Cool. Dann können wir die Folge, dann können wir die Folge just in time beenden. Also ging doch nicht so lang dann. So, wo parken wir das gute Stück? Und vor allem, hat der auch einen Ladewagen oder hat der das Thresher-Equipment da vorne dran exklusiv und man muss ihn damit durch die Gegend fahren? Oh, was sind das für ein Feld hier hinten? Das 19er-Feld, das ist ja riesengroß, das gehört mir auch noch. Okay, muss ich mal gucken, was man da noch machen kann. Na gut, so, dann fahren wir den. Ja, passt das mit dem Dach hier? Ja, dann fahren wir den hier so rein.
Mammutteil. Gut, aus damit und raus damit. Ja, die Rundumleuchte bleibt erstmal an, kein Problem. So, was haben wir hier? Gedüngt gehört dir. Also da ist gar nichts drauf. Das heißt, da können wir dann auch was anpflanzen. Das werden wir dann auch tun, aber in der nächsten Folge. Und mal kurz auf die Map gucken. Es geht ja eigentlich ab. Wir sind hier. Da ist ein bisschen City. Okay. Und da hinten. Oh ja, doch. Doch, doch. Ja, die Map ist okay. Auf jeden Fall. Da werden wir lange mit Spaß haben. Was ist das? Easy. Steelchats.com. Ja. Da haben wir es wohl gekauft. Oder zumindest wurde es da hergestellt. Okay. So, da hinten stehen wir. Schön. Dann fahren wir den auch mal direkt in Parkposition. Der hat hier hart abgegrubert. Das heißt, das Feld können wir dann auch bestellen wieder. Das muss noch gegrubert werden, aber das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Denn jetzt ist auch der Helfer hier fertig. Okay, dann... ja, da wir... Oh, nicht zu schnell, Meister. Da wir hier wahrscheinlich dann grubern... Lass ich die Kiste auch mal direkt hier stehen und ihn hier... Hast du fein gemacht. So, ihn hier fahren wir dann schon mal darüber. Ja. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Okay, cool. Dann haben wir es eigentlich, Leute. Dann würde ich sagen, wir haben die erste Folge im Kasten hier auf Ravenport in USA, man. Okay, ich bedanke mich bei euch. War eine coole Folge. Ich freue mich schon drauf auf die nächste. Es ist einiges zu tun, aber der Weg ist das Ziel und Arbeit ist gut für uns. Also macht's gut, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Vergesst nicht, SimJ ist euer Sim-Channel. Bis dann, ciao.